hier, Leben Wrestling. MJF spricht über No-Show. Während eines Interviews mit Sam Roberts sprach MJF über sein Fernbleiben zu einem Meet & Greet im Mai diesen Jahres. Demnach blieb er der Veranstaltung aus Protest gegen sein seiner Meinung nach zu geringes Gehalt fern. Die Gerüchte, dass infolgedessen eine Durchsuchung seines Hotelzimmers durch Security-Mitarbeiter von AEW durchgeführt wurde, bestätigte er. Jedoch hatte er zu diesem Zeitpunkt das Hotel bereits verlassen. Erst später habe er erfahren, dass versucht wurde, seine Zimmertür einzutreten. Bei den Aussagen von MJF muss allerdings beachtet werden, dass er während fast allen öffentlichen Auftritten in Character bleibt. Ehemalige Ring of Honor Champions Backstage bei Raw. Berichten des PW Insiders zufolge waren die ehemaligen Ring of Honor Stars Vincent und Dutch während der vergangenen Raw-Ausgabe Backstage vor Ort. Beide waren während ihrer Zeit bei Ring of Honor Teil des Stables The Righteous, mit dem sie die Six-Man Tag Team Championship der Promotion gewinnen konnten. Bereits gestern vermeldete das Portal, dass Vincent nicht zu seinem letzten Arbeitgeber Impact Wrestling zurückkehren wird. Mit ihm werden auch Maria Kanellis, Mike Bennett und Matt Taven die Promotion verlassen. Bei letztgenannten soll laut Dave Meltzer ebenfalls ein großes Interesse von WWE an einer Verpflichtung bestehen, wie auch an Mia Yim, die nach dem Auslaufen ihres Vertrags bei Impact Wrestling aktuell Free Agent ist. SmackDown Superstar verletzt. Wie Aliyah über Instagram bekannt gab, hat sie sich während des Women's Tag Team Championship Matches gegen Damage Control vergangenen Monat eine Verletzung zugezogen. Um was für eine Verletzung es sich dabei genau handelt und wie lange sie ausfallen wird, gab sie nicht bekannt. Rollenwechsel für SmackDown Stars. Informationen des PW Insiders zufolge wird Ronda Rousey intern zukünftig als Heel gelistet. Auch die Brawling Brutes haben im Anschluss an Extreme Rules einen Rollenwechsel erfahren und werden zukünftig als Face Stable gelistet. Achtung, hier folgt ein Spoiler zu Monday Night Raw. Gallows und Anderson kehren zur WWE zurück. Während der vergangenen Raw-Ausgabe feierten Luke Gallows und Karl Anderson ihr Comeback für die WWE. Informationen von Fightful zufolge soll bereits seit Sommer ein Interesse von WWE an einer Rückkehr des Tag Teams bestanden haben. Dies soll auch ein möglicher Grund sein, warum der Story-Arc rund um AJ Styles, Finn Balor und Judgment Day sich so lange hingezogen hat. Unklarheit besteht aktuell allerdings noch dabei, wie es für die beiden bei New Japan Pro Wrestling weitergehen wird. So ist Karl Anderson der amtierende Never Openweight Champion der Promotion und soll diesen Titel am 5. November bei Battle Awesome verteidigen. Allerdings veranstaltet die WWE am gleichen Tag das Crown Jewel Live-Event in Saudi-Arabien. Auf der aktualisierten Matchcard, die New Japan kürzlich veröffentlicht hat, ist Andersons Match gegen Hikuleo weiterhin gelistet.